Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal sind wir hier mit Wilbur in der Stadt Seefels angekommen und haben mit der Wache geredet und jetzt sehen wir uns mal ein bisschen um. Zum Beispiel das Kaninchen. Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Aber klar, Wilbur. Was haben wir hier? Einen flachen Stein. Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Oh, kann ich den mitnehmen? Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Okay. Und du bleibst jetzt einfach so stehen und schaust dir die Viecher an. Na, wenn es dir gefällt. Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Ah, okay. Also den Sumpf wollen wir jetzt nicht unbedingt. Das sind wir schon bei Legend of Grimrock unterwegs. Wo ist denn hier ein Schild, bitte? Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Wahrscheinlich Au und Wiesen. Und hier zeigt er auch ein Schild, aber ich sehe keins. Naja, ist egal, wir wollen sowieso in die Stadt. Also gehen wir mal rein. Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Na dann sind wir der erste Wetter... Wie heißt er? Wetterquarz. So, es gibt hier Kartons, Marktstand, aber schauen wir erstmal, wir wollen ja in die... Wilbur... Danke, wir wollen ja in die Oberstadt, zum Magier. Und ich schätze mal, hier geht's nach oben. Stopp! Durchgang nur für Berechtigte. Herr Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Wie ich ihn unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte, die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben sie denn nicht gesagt, dass sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Außerdem ist es doch so viel witziger. Ja, klar. Geht so. So, also was muss ich tun, um zum Erzmagier zu kommen? Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Nö. Nein, leider nicht. Na siehst du. Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... du wärst selbst ein Magier. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich. Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ich wäre selbst gern einer. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Tatsächlich? Wieso? auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Turm. Gut, wenn ich einen Magier auftreibe... Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen. Und ich muss ihm etwas geben. Tja, dann müsstest du schon selbst Magier sein. woran erkennt man Magier? Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Das heißt, wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier? Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich eben der erste Magier in der Familie der Wetterquarze werden. Viel Glück! Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält.
Okay. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Gut, wir werden also Magier. Ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, na ja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Ja, das ist die andere Alternative. Denn so eine Magierausbildung wird ja auch ziemlich lange dauern, nehme ich an. So, aber das hier ist das Wirtshaus und da sollen wir uns ja umsehen. Man hört eine Menge Schlechtes über heruntergekommene Gasthäuser. Andererseits sind sie häufig der Startpunkt fantastischer Abenteuer. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht genug davon. Na dann immer rein in die gute Stube, Wilbur. Oh. Hast du mal das Formular 12b für mich? Das blaue? Nee, ist nur ein grünes. Beeilung, die Post macht gleich Mittagspause. Du willst zur Post? Da komm ich mit. Ich will noch einen Zustellbescheid haben und ein Einschreiben aufgeben. Was tun Sie da? Was wohl? Siehst du doch. Wir spielen. Oh, verdammt, ich habe meinen Ausweis vergessen. Du kannst dir eine Kopie deines Reisepasses notariell beglaubigen lassen. Warte, ich markiere dir den Notar auf der Karte. Und was spielen Sie? Die einzig wahre Art von Spiel. Ein Rollenspiel. Da hat er allerdings recht. Rollenspiele sind das einzig wahre. Und worum geht es bei diesem Rollenspiel? Es spielt in einer fantastischen Welt. Ganz ohne Drachen, Orks und Zauberei. Dafür mit... Oh, hier. Komm hierher. Ich habe die Steuerprüfer gefunden. Warte auf mich. Bin gleich da. Wenn ich diesen Stempel habe, kann ich endlich das Fiskaljahr abschließen. Du weißt, was das heißt? Finanzamt. Finanzamt. Ja. Das klingt doch echt spannend, oder? Und das Spiel macht Ihnen wirklich Spaß? Natürlich. Sicher. Man kann der öden Realität mit all der Magie und den Monstern entkommen. Und man lernt andere Leute kennen. Das Spiel spielen ja nicht nur wir. Es wird weltweit gespielt. Zurzeit sind 6 Leute online. Also 4 ohne uns. Ja, aber einer ist gerade auf Klo. Okay. Und wann ist das Spiel zu Ende? Wann haben Sie gewonnen, meine ich? Gewonnen? Wie im echten Leben gibt es keine Gewinner. Das Spiel hat kein Ende. Es spielt immer weiter und... Hey, eine Politesse will mir einen Strafzettel geben. Lass sie. Das ist eine Questreihe. Du kannst versuchen, schriftlich Einspruch einzulegen und dann musst du... Das Spiel hört also nie auf? Na toll. Okay, der eine sieht mehr verdächtig nach Magier aus, aber fragen wir besser nochmal. Darf ich fragen, wer Sie beide sind? Natürlich, ich bin Günther Meier, Level 42, Sachbearbeiter bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank. Aber bald will ich umschulen auf Steuerberater mit Spezialisierung auf steuerwirksame Vermögensanlagen. Da ist noch mehr Musik drin. Und ich bin Martha Deutmer-Spietz, Level 40, Ortsamtsangestellte. Mein Fahrrad hat eine Dreigangschaltung. Ah, ich habe keine Ahnung, wovon die beiden reden. Vielleicht muss das bei Rollenspielern so sein. Ja, aus eigener Erfahrung weiß ich, das ist ganz genauso. Ich habe ja auch auf Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt. Vor allem das Schwarze Auge und ein bisschen Shadowrun und so. Das waren noch Zeiten. Wer Sie beide im echten Leben sind, wollte ich wissen. Ach so. Ich war mal ein erfolgreicher Krämer. Hatte einen Laden hier in der Stadt und viele Marktstände. Jetzt gehört mir nur noch dieser verfallene Stand draußen vor der Tür. Keine Kunden, kein Geschäft. Vielleicht könnte ich ja mal was von Ihnen kaufen. Ja, super. Warum, Und wer sind Sie? Ich bin Meister Markus, der örtliche Magierlehrer. Sie sind der Magierlehrer? Könnten Sie mir vielleicht... Psst! Das Spiel läuft. Meister Markus, ich bräuchte... Psst! Ich spiele. Ja, aber ich brauche ganz dringend... Später! Aber ohne Magierdiplom komme ich nicht... Hör mal, ich habe wirklich gerade keine Zeit. Meine Steuererklärung ist fällig, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Ja, wie im richtigen keine Leben. Chance. Solange das Spiel läuft, bekomme ich gar nichts von Meister Markus.
Danke, dass du uns dabei so nett ansiehst, Wilbur. Das bedeutet, wir müssen irgendwie das Spiel zu Ende kriegen. Oder stoppen, nehme ich mal an. Sehen wir uns aber erstmal hier in dieser Bar um. Schauen wir mal die Rollenspielmaschine an. Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Gibt's hier sonst noch was? Die Tür und das Schild. Eine Tür mit einem Schild? Servers Raum. Zutritt verboten, steht drauf. Ob wir uns daran halten sollen, ich glaube nicht. Es muss wohl sein. Oh. Was zum... Ein haariger Dämon. Er bedient die Maschine. So ähnlich sah es bei mir in der Arbeit auch im Serverraum aus. Okay, was haben wir denn hier alles? Der Dämon scheint schwer beschäftigt zu sein. Vermutlich muss er Tag und Nacht schuften, um das Spiel am Laufen zu halten. Der Papierkorb steht genau unter dem Schlitz in der Maschine. Seltsam. Naja, nicht seltsam, da kommen dann die Lochstreifen raus, aber gut. Hat irgendjemand von euch mal Lochstreifen gesehen im richtigen Leben? Ich schon noch. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein. Ob uns das irgendwie nutzen kann? Und dafür raucht hier drin auch noch im Serverraum, darf man doch nicht rauchen, ey. Das weiß doch nur wirklich jeder. Ein kleines schwarzes Gefäß. Könnte ein Tintenfässchen sein. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Okay, dann nicht. Für Safe Games. Safe Games, haha. Der musste sein. Kein Problem, Wilbur, ich fand ihn gut. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Das heißt, damit müssen wir irgendwas anstellen. Ich verstehe. Aber gehen wir erstmal nach draußen. So, was haben wir denn hier noch nicht gesehen? Eine Kiste. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Unter anderem eine Säge. Na, dann nehmen wir die Säge doch mal mit. Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung und sie ist schon etwas angerostet. Aber ich denke, man kann sie noch benutzen. Sehr schön. Haben wir den Ring und eine Säge. Was haben wir hier noch? Den Eberkopf. Ein mächtiger Zweiender. Ein Glas. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. Okay, auch das können wir mitnehmen. Gut. Dann haben wir hier noch die Theke und das war's dann auch schon hier in dem Im Gasthaus. Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. Das glaube ich nicht so ganz. Gehen wir mal nach draußen. Erstmal alles abklappern und Sachen suchen und dann sehen wir weiter. Okay, ein Abfluss. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Okay. Ist hier was Brauchbares drin? Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Und diese Tür ist wahrscheinlich zu, denn das ist die Magierlehrerschule oder so. An der Tür hängen zwei Schilder. Auf dem einen steht Meister Markus Magische Magierschule. Auf dem anderen steht Ich bin gleich wieder da. Beide Schilder sind mit Spinnenweben überzogen. Sie müssen schon seit Tagen oder vielleicht Wochen an der Tür hängen. Okay, da ist der Marktstand. Lässt sich da noch was finden? Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Solange der Krämer dieses seltsame Spiel spielt, wird hier nichts mehr verkauft werden. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Einen Karren? Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt.
Gut, wir haben eine Säge und ein Einmachglas und damit sollen wir Magier werden. Das könnte noch interessant werden. Und ich würde sagen, das nehmen wir dann beim nächsten Part in Angriff. Bis dahin verabschiede ich mich von euch. Das war's hier von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.